ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute den dritten Teil meiner Essens-Neuheiten-Video. Und das war dann auch der letzte Teil. Und ja, da würde ich sagen, wir starten gleich mit dem Video. So, als erstes nehme ich den 2-in-1 Eyeshadow und Line und Waterproof. Und zwar in der Farbe 06 She's Got the Move. Und das trage ich einfach auf das komplette bewegliche Lid auf. Und dann verblende ich das Ganze einfach mit dem Finger. Dann nehme ich diesen Smoky Eyes Set. Und zwar in der Farbe 03 Smoky Rose. Und da verwende ich einfach den schimmernden Ton auf das komplette bewegliche Lid. Also auch hier finde ich die Farbabgabe wirklich toll. Ich finde auch die Kombination wirklich wunderschön. Also ist etwas jetzt so eher für den Alltag. Nicht zu, wie soll ich sagen, ja, nicht zu auffällig, aber doch macht es etwas her, finde ich jetzt. Dann nehme ich für das, für meine Lidfalte diesen hellen Ton hier. Also der Lidschatten ist sehr krümelig, also man hat sehr viele Fallouts, Brösel, wie man es auch nennen möchte, aber sehr schön im Auftrag, finde ich jetzt. Und dann nehme ich als Highlighter unter den Augenbrauenbogen diesen Ton hier. Oh, der ist sehr gut pigmentiert, wie du sehen kannst. Hätte ich wahrscheinlich als erstes machen sollen. Dann nehme ich nochmals diesen Ton hier und verblende das nochmals in der Lidfalte und ein bisschen oberhalb der Lidfalte, damit das Ganze einfach weicher erscheint. So, dann als Eyeliner, also ich habe jetzt aus dem Wake Up Spring LE, habe ich mir diese drei Eyeliner gekauft und ich habe gedacht, zu diesem Look würde dieser Lavendelton sehr gut passen. Und da ziehe ich jetzt einfach mal den Lidstrich. Oh, der ist sehr gut pigmentiert. Es hat so ein heller, ja, halt Lavendelfliederton, aber gefällt mir sehr gut. Gibt gut Farbe ab, ist auch sehr gut im Auftrag. Also falls du das noch irgendwie bekommst, nimm es ruhig mit, also. Ich habe hier jetzt nicht mehr so viele Produkte zum Testen. Das wird jetzt nur so ein kurzes Video, aber ich dachte, zeige es dir trotzdem noch, einfach um dir meine Meinung zu sagen, was ich genau von diesen Produkten halte. Dann trage ich den schimmernden Ton auf das untere Lid auf. Beziehungsweise Wimpernkranz. Es wird eher so ein natürlicher Look, was du wahrscheinlich von mir nicht so gewohnt bist. Ich glaube, das Augen-Make-up lasse ich jetzt so. Dann trage ich Pure Nude Highlighter. Und das ist einfach die einzige Farbe, die es gibt, 10 Be My Highlight.
Also ich weiß nicht, ob du es erkennen kannst. Es gibt einen wunderschönen Glow. Eher so ein bisschen natürlicher. Was mir sehr gut gefällt. Ja, das ist wirklich wunderschön. So, und als guter Letzt habe ich dann auch aus dieser LE noch ein. Das ist das Lippenbalsam. Die 01 Sweet My Sweet Spring Melody. Also es fühlt sich schön pflegend an. Riecht auch ein bisschen süßlich und ja, eigentlich jetzt nicht auffälliges. Also das waren jetzt schon die Produkte. Ich finde, ja, dass es sehr gut ausschaut. Ich teste nochmals mit dir den Lidschatten. Ich werde jetzt noch einkaufen gehen und alles. Und dann würde ich sagen, wir kommen dann gleich wieder zurück. Und ja, bis gleich. So, wir sind wieder zurück. Und zwar sind es mittlerweile circa 4 oder 5 Stunden vor, jetzt herum, seit ich das letzte Mal mit dir gesprochen habe. Und das Make-up, Augen-Make-up hält soweit ganz gut. Ich weiß nicht, wie gut du es erkennen kannst, aber dieses Mal hat sich bei mir wirklich nichts in die Lidfalte abgesetzt. Ich weiß nicht, vielleicht lag es nur am anderen. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist heute meine Haut auch besser. Ich habe keine Ahnung, wieso. Denn das sind jetzt beide aus gleicher Linie. Und ja, aber ansonsten hält das wirklich sehr gut. Auch der Glow auf meiner Haut finde ich wirklich schön natürlich. Sehr etwas für den Alltag, würde ich jetzt sagen. Und meine Lippen fühlen sich immer noch schön gepflegt an. Also dieser Lippenbalsam ist wirklich toll. Werde ich auch täglich benutzen vor dem Schminken. Ja. Im Großen und Ganzen ist das neue Essenssortiment wirklich sehr gut gelungen. Ich kann dir wirklich alle Produkte soweit empfehlen. Es gab jetzt keine allzu große Enttäuschung meiner Meinung nach. Ja, ich bin absolut begeistert und ich finde, Essence macht sich wirklich sehr gut in letzter Zeit oder in den letzten Jahren. Ich weiß noch, als ich mit Essence-Produkten angefangen habe zu schminken, da war ich sehr enttäuscht gewesen von der Pigmentierung her und alles. Und jetzt ist die Pigmentierung von den Essence-Produkten wirklich der absolute Burner. Also es kommt fast schon an High-End-Produkten ran. Und ja, auch die ganzen neuen Sachen, die sie jedes Jahr rausbringen, ist der absolute Wahnsinn. Und für das gibt es von mir einen dicken Daumen hoch. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dann, bye! Ja, ich denke mal, wir starten gleich mit dem Auge. Und da habe ich zwei Produkte. Ich werde heute dieses hier ausprobieren und diesen hier als Base verwenden.